Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Alles klar, Kinder! Nein, Captain! Geht das nicht lauter? Nein, Captain! Moin, moin, liebe Landkarte. Und herzlich willkommen zu Transportiva ganz tief im Meer. Mir platzt gleich die Birne, ey. Oh Mann. Bitte bei der Wolfurik. Ja, ich hab dieses Fieber. Und unser Spaßkopf, Anno. Hallöchen. Schwammkopf, Spaßkopf. Schwammkopf, Anno, ja. $183 million, geilo. Ist die Musik neu? Das weiß ich nicht, ich höre nie was. Kommt mir gerade neu vor. Das ist mir nie bewusst gewesen, dass sie die Teams, die Themes, die Lieder quasi ändern. Von Etappe zu Etappe. Also von Epoche zu Epoche quasi. Ist dir das okay. Mal aufgefallen? Da ich die Musik im Spiel immer aus hatte. Immer? Okay. Ja. Okay. Aber die ist doch cool, die schwingt so schön mit. Ja, hat mich aber genervt, wenn ich nebenbei Netflix gucke. Okay. Okay. Ja, dezent Überproduktion. Die Fahrzeuge sind ja da, ne? Also. Ja, einer ist wieder da. Zwei Vieh. Schnell mitnehmen, bevor es Gammelfleisch wird. $162 million. Krass. Das ist aber auch blöd. Eigentlich sollte man wirklich ein paar Getreide reduzieren, oder? Weil sonst staut sich's ja da ewig. Angenommen, da hinten sind jetzt die ganzen Vieh. Ne, da hinten sind. Ich weiß nicht. Wenn da vorne die ganzen. Haben wir nicht gerade. Also, wir haben doch Getreide übrig und Vieh zu wenig. Weil Getreide ist doch das, was lagert im LKW. Stimmt, ja, dann. Ja, dann sollte man Vieh reduzieren. Oder? Ja, aber das gute Fleisch, wo. Das gute Fleisch! Warte, wie viele Fahrzeuge haben wir denn da? Ach so, andere Übersicht. Gelexi Getreide, Vieh 24 und 24. Hm. Komisch. Ah, das passt schon. Sollen wir nicht welche weghauen? Die fahren aber schon alle voll weg, oder? Ja. Das ist vielleicht das Problem. Ja, das ist dann so extrem so, staut. Sonst fahren sie ja halb leer oder so. Das wäre ja noch schlimmer. Ja, aber so staut sich's halt extrem. Bis die voll sind. Bis mal die Viehtransporter voll sind. Na komm, ich verkauf 4 oder so. Dann haben wir immer noch 20. Okay. Okay. So, okay. Sehr schön. Da hinten haben wir Moreno, Colombo.
Was könnte man denn als nächstes machen für eine Schandtat? Also wenn du nicht unbedingt vor Ort irgendwo in den Städten, wo sich irgendwie massiv Leute aufstauen, verbessern willst, dann würde ich vorschlagen, dazu müsste man halt ordentlich Asche in die Hand nehmen und die Linien verbessern, oder? Also naja, wir reden von den innerstädtischen Linien, das wird jetzt nicht ganz so teuer, weil wir von Bussen oder Trams reden. Ach so, ja, können wir auch machen. Boah, hier zum Beispiel. Ja, dringend. Dringend. Da ist ja der untere Teil der Stadt, ist ja überhaupt nicht mehr angeschlossen. Das hier meinst du? Ja. Oder? Ne, da unten fährt doch noch ein Bus, ne? Ich blick grad die Bahn, die Linienführung da nicht, da sind ja überall Bahnhaltestellen. Wir haben Mode Hafen und wir haben Mode Bahnhof. Das sind zwei Linien, ja, okay. Ja. Dann würde ich aber trotzdem eine Haltestelle dazu bauen. Also wir haben die eine, die hier so fährt. Ja, die ist okay. Bei der hellroten. Ja. Die aktuelle, die zwei, die bei da der so. Street ist. Ja. Ja, genau. Die würde ich ein Stück zurücksetzen. Bis hierher, wo ich meine Maus habe? Genau. Also eins nach links? Jo, eins nach links. Okay. Und da kann man es lassen, oder? Wir könnten vielleicht noch eine Haltestelle dazufügen, in der Mitte. Ja, würde ich auch sagen, ja. Und da vielleicht auch noch eine. Und da oben sehr üppig gesät. Fahren über die schnellere Straße, anstatt durch dieses Wohngebiet da. Ja, ja. Die fahren ja fast nebeneinander. Die fahren ja eine Straße nebeneinander, die zwei Linien. Dass sie halt schön umsteigen können. Ja, aber ich würde trotzdem eher außen die dicke, fette Bahn die fahren. Die dicke, fette. Hier auch schon? Ja, so schneller. Okay. Ja, dann nehmen wir halt da nichts aus der Mitte mit. Ja, da ist doch die 1 von der anderen Linie. Ja, auch wieder wahr, ja. Okay. Dasselbe Gebiet zweimal anzubinden ist doch sinnfrei, oder? Keine Ahnung. Ja. Ich weiß halt nicht, wie weit die gewillt sind, zu Fuß zu gehen. Ne, sie haben ja Umsteigepunkte. Ja, sie haben da oben was und sie haben dann hier was. Und die in der Mitte, weiß ich nicht, ob die dann sagen, ich habe keine Anbindung oder ja, die jetzt da wohnen. Ich meine, das Spiel ist ja eigentlich logisch aufgebaut. Klick doch mal eine von den Haltestellen an. Jetzt klickt man die einzelne Mitte an. Du siehst da eigentlich... Ich weiß schon, überall nur die Hälfte der aber wenn wir uns jetzt Modesto anschauen, kennst du das ja dann auch mit dieser Prozentanzahl. Ich meine, ich weiß nicht, inwiefern mal auf die vertrauen sollte oder die beachten sollte. Verbessern sie jetzt. Aber mit 54% ist es halt doch recht wenig. Ja, wir machen halt noch mehr Haltestellen dazu gleich. Dann müsste es eigentlich nach oben gehen. Ja, hoffen wir es mal. Wird zum Beispiel auch hoffen auf der anderen mal. Seite vom Hauptbahnhof, also in Richtung Hafen, da sind mir eigentlich auch zu wenig Haltestellen. Da würde ich zum Beispiel am Ende, kurz bevor der Tunnel kommt, würde ich auch noch eine Haltestelle setzen, dann für die Linie. Ja. Ja, können wir auch machen. Der Anno. Der kommt auf Ideen. Oh, die Ideen. Oh, Wahnsinn. Ist zwar eigentlich schon abgedeckt, aber... Ne, doppelt, dreifach hält ja besser. Sollen wir noch was verbessern an der? Da passt soweit, weil das fährt eh unterirdisch. Man könnte da mittig vielleicht noch eine reinsetzen. Und die dann verschieben? Nö, oder würde ich da lassen. Okay. Ich würde sogar dazwischen der 5 und der 1 gerade sogar noch eine setzen. Okay. So, da ist lang. Dann der Tunnel. Zumindest für die Route. Oh. Fahren hier überhaupt schon Fahrzeuge oder fährt hier noch alter Kram? Ah, nein, da fährt Hightech. Der letzte Scheiß. Hab ich beim letzten Mal aufgerüstet. Das sind doch diese schicken Gelben da. Okay.
Ja, was wir auch noch machen könnten, ist da, wo die Busse längs fahren, die Straße mal aufrüsten. Weil wenn die da über diese Wohnpisten fahren mit 15 km/h, das stockt ja auch noch mal so ein bisschen, ne? Welche jetzt? Zum Beispiel zwischen der 5th und 7th, da ist so eine ganz einfache Straße, glaube ich, nur, oder? Ja, 4th und 7th, Schrägstrich 5. und 2. Haltestelle, Mitte hier im Bild jetzt. Erst und zweiter halt was? Egal, komm, machen wir erstmal, du findest das gar nicht. Hier, oder was? Die da. Erst und zweite Haltestelle. Eigentlich die andere, aber egal, komm, Die machen wir Helm. erstmal. Okay. Links war auch nochmal erste und fünfte. Okay. Fünfte und erste. Und hier, meinst du? Nee, wo die fünfte von der dunklen auf die rote, helle 2. Hier. Ja, das ist doch eine einfache Straße da, oder nicht? Zoom mal näher ran, so verpixelt ist es nicht da. Da, wo der Das Bus jetzt längs fährt, das ist doch nur eine einfache ist Straße. eine einfache, ja. Ja, das sieht halt aus und das haben wir, glaube ich, mehrfach auf den ganzen Strecken. Der kann gut sein. Aber eine 70er wird wahrscheinlich zu viel sein, da werden wir zu viel wegreißen. Obwohl, da geht's sogar. Ja, warte, machen wir erstmal die Verbindung. Lass uns das zuerst mal machen. Okay, von der vierten danach Wieder. fünfte, sechste, nach Nach der der sechsten. sechsten siebte, nach der ersten die. Und das war's, glaube ich. Für Hat die man nicht Linie. noch eine? Ne, für Nee. die Linie glaube ich nicht. Okay. Bei der roten wollten wir ja ein bisschen was ändern dann gleich noch. Ja, okay. Und ich würde der Linie würde ich jetzt sogar sagen, locker 4 weitere Fahrzeuge. Der Dunkel. Der dunkelroten. Okay. Sofern wir aufs Depot zugreifen können. Oh, können wir machen. Der weiß schon noch. Okay, das sind schon wieder neue Busse. Geil. Dachte, da wäre sogar einer rausgeflogen jetzt. Ja, der neue ist rausgeflogen. Hä? Den wir jetzt einsetzen, ist es nicht der Chevrolet C60? Der Kasten? Dachte ich jetzt. Oh, okay. Sieht so anders aus von da. Da hat er nur zwei Farben. Aber was ist mit dem da über? Der da über sieht eigentlich moderner aus von der Schnittform, finde ich. Der Fishbowl? Na. Hat aber Bis eigentlich nicht gefühlt. 2010, oh, okay. Alter, Ja, glaube ich ja nicht Feier, ganz, aber. die halten so lange an ihrer Technik fest, wie wir an der Bremse. 3, 4 hast du gesagt, oder? Joa. Oder Hafen. Okay. Gut. So, die Die zwei Straße Fahrzeuge. hier sollte man auch wegreißen, oder? Ja, ich würde sie da oben vom Bahn. Zoom mal ein bisschen näher ran, sonst kann ich das echt nicht erklären. Du findest die Straßen, sonst glaube ich nicht, die ich sagen will. Das hier möchte ich Oben. wegreißen. Genau, das würde ich wegreißen und eventuell siehst du ja, von oben kommt eine. Nicht Ja, wegreißen. die Die möchte ich behalten. würde ich nehmen und da würde ich den Bus längs schicken, nämlich. Ja, das ist zwar so eine Mini-Gasse, Die aber. kann man aber ausbauen, denke ich. Gehen wir Weiß ich aus. nicht. Könnte knapp werden, aber schauen wir mal. War auch nicht möglich. Ja, aber das langt ja Waren schon. zumindest so einer 50er. Und von da aus würde ich dann den nämlich geradeaus rüber schicken und dann nach links die Straße an den anderen Bestandskram da. Hier? Nee. Ja, aber versuch's mal ein bisschen schöner. Inwiefern? Ja gut, dann reiße ich die Straße auch weg, oder? Muss nicht, zieht, nimm mal eine normale Straße, also muss ja nicht so ein Fünfer Highway, Ja, sondern eine ist eh ein normale bisschen Straße. blöd, weil wir haben da ja auch noch mal eine Kreuzung. Das würde ich gern weghaben. Komm, machen wir es so. Ja, okay. Ich warte mal ab, was kommt. Aber jetzt sehen wir die ganz links doch schon wieder nicht mit. Die von. Da, wo er Ach eigentlich so. mal Häuser jetzt auch standen, wahrscheinlich auch wieder hingehen werden. Ja, okay, reißen wir sie auch weg. Tschö. So? Ja, ein bisschen übertrieben die Straße, aber das passt schon.
Mimimi. hä? Na gut. Dann haben wir da einen Buggel. Da kann man ein bisschen Terrain-Ausgleich machen. Terrain. Okay, passt. Klingt bescheuert, muss französisch sein. So, okay. Also ich zum Beispiel die zwei abreißen, also die bei der 7th Street. Und dann die Haltestelle vor, also in diese kleine Mini-Straße vor der großen Kreuzung. Nein, von oben kommt. Wir kommen ja von oben. Wir kommen von der 1 vom Bahnhof. Ja, ja, dann passt ja, wenn wir es da so machen, oder? Ja, ich würde nicht die Hauptstraße nehmen. Ich würde über die nehmen, die wir gerade ausgebaut haben. Ach so, okay. Mhm. Hier dann. Da brauchen wir nämlich nur gerade rüberfahren. Über die Kreuzung, muss nicht bei der Kreuzung noch abbiegen und warten darauf, dass da irgendwie frei wird. Sollen wir dann da noch eine machen? Nee, das wird der Bahnhof schon bedienen, dann ist es doppelt gemoppelt. Okay, dann machen wir es daher. Genau. Und dann über die Kreuzung geradeaus rüber nach unten. Okay, dann hier. Jo. Dann da. Hier. Hm? Genau, dann kann das mal bleiben. Bleibt, dann würde ich rechts dann noch eine Haltestelle hinsetzen bei dir in den Industriegebäude, genau. Da kann auch eine hin, die wird da eher mittig mit. Ja, okay. Da so. Mhm. Weil die andere kommt dann nachher unmittelbar schon fast. Ja, stimmt. Mhm. So, dann fahren wir am Depot vorbei. Da würde ich dann, wie gesagt, außen die Hauptstraße nehmen. Okay. Weil, wie gesagt, links fährt die andere Linie schon. Das bringt nichts, wenn wir die komplett parallel nebeneinander fahren lassen für über 3 Haltestellen. Mhm. Und schaue ich, dass ich da so mittig immer bin? Genau. Und da am Ende? Jo. Da könnten wir uns sogar überlegen, ob wir die Fünfer weiter nach oben fahren. Obwohl, ne, das lohnt sich nicht, ne? Nee. Also, die sind gut abgedeckt auch. Jo. Also, klick mal den Bahnhof eben einmal an. Wir wissen, wie viele Gebäude der abdeckt. Oh, doch, reichlich, okay. Ja, das passt. Da vielleicht noch eine Haltestelle, oder? Ja, ich sehe es immer als. Also, wir können es machen, aber es kann sein, dass die Leute dann vom Bahnhof direkt dahin rennen. Mhm. Das habe ich bei mir in letzter Zeit sehr oft festgestellt. Das finde ich ist eigentlich ein Fehler. Weil sie fahren dann ja. Also, sie laufen zu einer Haltestelle, die weiter weg ist. Und fahren dann als erste Haltestelle jemanden an, die eigentlich näher am Bahnhof ist. Das passiert bei mir in letzter Zeit sehr häufig in meinem Spielstand. Ich überlege nur, vielleicht die hier verschieben, daher. Weil da ist es mir zu viel, da sind 3 nebeneinander und da ist es dann weiter Abstand. Dass wir die vielleicht reinschieben da. Weißt du, was ich meine? Die daher zum Beispiel. Die 6er, das können wir machen. 5er in dem Fall eigentlich. Oder 5er, ja, 6th Street. Mein ja. Fast das Haus abgerissen. Eieieiei. So, da irgendwo in der Mitte. Da geht's nicht. Machen wir's da. Brauchen wir das Tor. Okay. Gut, dann noch die Linien Haltestellen hinzufügen da. Mhm. Schönstes Modesto. Wieso ist das eigentlich rot? Achso, weil es da keinen Anschluss gibt. Okay. Verstehe schon. Check schon. Check 20. warte, wo war die Neustadt? Wo fahren wir? Da. Ich bin gerade kurz verwirrt. Nach der zweiten kommt die dritte. Ja, genau. Nach der 2 kommt die 3. Mein Name ist Kraftzahl. Acht. Neun.
10. Ja, passt. 11. 12. Ja, also 13 da in der Mitte, verstehe ich gerade nicht. Ah, okay. Bei dir noch nicht abgerissen war? Was nicht? Ja. Okay. Passt so? Würde ich dann, jo, das passt. Der würde ich dann 6 weitere Fahrzeuge geben, weil die jetzt extrem viel mehr Fahrtstrecke hat. Mhm. Wir könnten sogar noch eine dritte Linie machen. Ja, nee. Nicht jetzt, nachdem wir alles umgerissen haben. Sechs? Jo. Die mal Bahnhof hieß. Mittlerweile ist da alles andere mit betreut. Früher war mal der Bahnhof, jetzt ist es die ganze Stadt. Das heißt, sie haben hier den Übergang. Dom. Sie haben hier den Übergang. Ja, passt an zwei Stellen. Okay. Geilo. Erste Stadt. Folgende.